Einen wunderschönen guten Morgen aus Duss. Wunderbares Wetter, perfekter Tag für einen weiteren Tag in der Rallye zu fahren. Heute gibt es eine kurze Etappe oder eine kurze Liaison, 46 Kilometer. Dann gibt es 168 Kilometer Wertungsetappe. Es muss sehr viel Sand geben. Ich denke, wir sind da gefordert. Und es gibt sicher die eine oder andere Aktion, wo wir da unterstützen können. Seid gespannt auf den heutigen Tag. Wir sind es auch. Viel Spaß bei diesem Video. Front and one in the back, and then the third. You have the GPS track on the real rally track. This is the line that we have driven. In the sand dunes, there is no road. The living organism. Today, it's better to pass like this because it was harder, it had been raining, it was January. And yesterday it was there. Look on the GPS, it has an arrow. It is showing the direction of your vehicle. No matter if it's side by side, ATV or car, this is the direction. You move like this, it moves like that. Nicht in die Garage rein. Wir waren jetzt noch im Carrefour einkaufen, dass wir unterwegs noch ein bisschen Essen haben. Und ein bisschen mehr Essen, weil es gibt Lunchpakete, aber dass wir auch ein bisschen Reserve haben, falls es mal ein bisschen länger dauert. Und jetzt sind wir wieder auf dem Weg zurück ins Hotel. Google Maps sagt rechts, gut. Wir sind gestern kurz vor der zweiten Etappe gestanden. Wir haben die noch gesehen, also daher starten die jetzt heute als letzter, weil die dann zuletzt ins Camp gekommen sind. Ich denke, die hatten technischen Defekt, den sie aber wieder reparieren konnten. Das sind jetzt die Discovery-Gruppe. Die können jetzt auch in Gruppen starten, dass sie auch dann nicht alleine sind. Ist da ein bisschen entspannter, auch mit der Musik. Wir sind jetzt am Start der Special Stage angekommen. Es sieht schon anders aus als gestern. Ich freue mich sehr. Wir haben uns entschieden, nochmals ein bisschen Luft abzulassen. Wir sind mit 1 Bar gestartet und jetzt durch die Erwärmung auf der Straße ist es wieder auf 1,2. Michi, auf wie viel gehen wir? 0,8 oder 0,9 oder 1? Ich würde auf 0,9 anfangen. Wenn es so brutal heute sein soll, dann wollen wir den gestrigen Fehler nicht wiederholen. Jetzt noch einen kleinen Gast. Sehr einen großen. Vielleicht ist der giftig, Michi. Ich weiß nicht. Da
steht auch ein von zwei Helikoptern, die die Rallye begleiten. Technisches Problem. Jetzt wird es da repariert. Ich glaube, sie haben keinen Allradantrieb mehr, sondern nur noch Heckantrieb. Und die Orga, das ist jetzt neu dieses Jahr. Es gibt so einen Fast Recovery, der zieht den dann da raus, dass sie möglichst schnell wieder auf der Straße sind. Aber so ohne Allrad geht das hier sicher nicht. Ich habe mich jetzt erkundigt, das hintere Differential ist am Arsch. Und das wird jetzt entkoppelt. Do you have a spare one in the camp? Yes. Oh, that's good. I hope so. Also morgen geht es für die sicher wieder weiter. Für uns auch. Der gelbe Koffer kommt wieder zum Einsatz. Satellitentelefon. So. Weil da hat Teilnehmer das Problem. Hi. Hi. Hello. Da tropft das Kühlwasser raus. Ja. Ja, das wird. Aber trotzdem Daumen hoch, das ist gut. All good. Da hinten kämpfen sie auch irgendwie in den Dünen rum. Gut, wir sind hier noch nicht durch. Ich muss jetzt da nicht das Maul zu voll nehmen. Heute ist das erste Mal, dass ich schwitze. Aber es könnte auch vom Fahren sein. Es war doch recht anstrengend, um da die Dünen zu fahren. Jetzt weiß ich nicht, ob die hier Spielplatz machen oder mal fragen, weil eigentlich sollten die fahren. Wir sind so sonst schon sehr spät dran. Da hat es auch einen Motorradfahrer oder Motorradfahrerin, die stecken geblieben ist. Und die mit dem Quad braucht Hilfe. Also wir sind immer noch am selben Ort. Die Teilnehmerin mit dem Quad hat sich entschieden, zurückzufahren an den Start, weil es wird von da sicher nur anspruchsvoller. Und wir sind zeitlich schon hinten dran. Das Auto, das defekt ist, das ist auch gemeldet für die Bergung. Das geht auch gut. Und jetzt essen wir was, nutzen da die Zeit. Und sind ein bisschen erhöht. Wir sehen da die anderen Autos und ziehen dann auch weiter. Wir haben jetzt da unsere Gruppe wieder gefunden. Oder darauf gefahren. Nee, sagt man nicht. Einfach. Genau. Und jetzt schauen wir mal da, wie der Status ist. Thank you.
Unser nächster Kunde steckt fest. Also die meisten hier, wir versuchen die jetzt aus diesen Dünen ein bisschen wieder auf die Strecke zu bringen. Der Otto und der Thomas, der ist da und helfen, und wir helfen da. Really? Also der kann nicht aussteigen. Tja. Da ist noch einer von der Cross Country. Ja, ich denke mal, die haben einen Defekt. Ich ziehe ihn raus. Habe ich auch noch nie gemacht. Also wir haben jetzt ein elastisches Seil angehängt. Und dann bin ich volle Pulle, wie wenn nichts wäre, gefahren und haben den so in zwei Anläufen dann herausgekriegt. Und jetzt geht es dann zum nächsten Kunden. Da sind jetzt zwei Teilnehmer, die sich einander helfen. Das ist gut, weil das ist auch, was wir heute Morgen gesagt haben, dass sie sich helfen. Wir schauen jetzt mal. Ich weiß nämlich nicht, was unser Plan ist, aber ich denke mal einmal zu, vielleicht zweimal, und dann unterstützen wir da. The man in the desert. Должны быть там, на этом озере. Да, 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 понятно. Все. Ну ладно, идем Молодцы. Дальше. Давай. Now, left and gas. Sind jetzt 1 Kilometer weiter. Und da hat es zwei Cross-Country-Fahrzeuge, die stecken geblieben sind. Und wir haben das jetzt vorher bemerkt, die Teilnehmer sind generell von der Strecke abgekommen und sind dann in die höheren Dünen gefahren, was natürlich schwieriger ist. Mal schauen. Ah, da ist was passiert. Ist defekt, gebrochen. Do you have water? I don't speak English. Hello? Huh? Well, yes. No, okay. Obligatoire. Yeah, yeah, yeah. Le vin? Yeah, beer. Also, Orange habe ich hier. Ja. Die haben ein Fahrwerkproblem. Die haben Kupplungsflüssigkeitsproblem. Das heißt, sie können jetzt nicht unbedingt selber fahren. Wenn sie aber auf die Straße kommen, könnten sie dann einen Gang reinschalten und einfach nach Hause kullern. Genau. Ja. Aha. Na. Accessoire, Pulli, et là. Là. C'est direction. Direction. Ja. Okay. Et courroie. Plouf. Donc, plus rien et pouf. Also ich bin ja gespannt, wie das die Bergung löst diese Nacht, weil da sind ja so viele, wo da in den Dünen stecken, bis die alle wieder draußen sind und wieder reinfahren und wieder raus.
Das wird eine ziemliche Aufgabe. Muss ich dann mal mit Jan sprechen. Das ist ein Freund, den ich auf Island getroffen habe. Und per Zufall haben wir herausgefunden, dass der hier bei den Rallyes in der Bergung arbeitet. Wir haben jetzt 14:45. Nicht viel weiter vorgerückt. Power. Genau. Ja, Power weg. Power ist gone. Ja. Fahrt ihr weiter oder? Ja, ja, wir fahren mit. Ja, wir fahren mit euch. Okay, dann dürft ihr schon mal voranfahren. Hast du es gemerkt, dass die Strecke da ist? Ja. Das ist der Mercedes G, also nicht der, den man vor dem Bild gesehen hat, sondern der unten. Also der ist auch ein G, aber ist der unten, unten in der Düne. Und da ist der Turbolader defekt. Da können wir jetzt auch nichts machen. Wir sollten schauen, dass wir möglichst vorankommen mit den restlichen Fahrzeugen, welche noch fahren. Wir waren jetzt da gemütlich am Rausfahren, kam uns ein Discovery-Teilnehmer entgegen. Ich habe über Funk die Information erhalten, dass sein Freund irgendwo hinter uns festgesteckt ist. Den haben wir aber nicht gesehen. Es kann das sein, dass der nicht auf der Route gefahren ist, sondern etwas weiter links oder rechts. Das passiert sehr schnell auch uns. Und wir haben jetzt uns entschieden, dass Otto und Thomas, das zweite Auto, wo mit uns fährt, dass die weiterfahren und wir nochmals zurückfahren, dass wir die sicher haben. Und übrigens, die Orangen hier sind traumhaft. Hast du die Koordinaten? Ich habe die Koordinaten. So, gefunden. Wir haben jetzt da die Freunde einfach dahin gebracht. Jetzt können sie sich selber ein bisschen unterstützen für den Teamgeist. Ah, die haben wir ja vorher schon gesehen. So. Ja, da sitzt alles, geht nichts mehr. Die sind jetzt bei uns vorbeigefahren, weil die kein Wasser mehr hatten und Durst. Aber wir haben immer genügend Wasser, ich weiß nicht wie viele Liter, in kleinen Flaschen, wo wir da verteilen können. Schauen wir, wie es da wieder weitergeht. Wir haben jetzt da noch empfohlen, eher hinten anzuhängen als vorne. Mal schauen. Ich nutze jeden Schatten, den es gibt. Es ist richtig warm oder heiß. Die Räder noch, Michi. Vegas!
Stopp, 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 stopp. Da mit den zwei Bulgaren. Das klappt sehr gut. Ich habe das Gefühl, es ist für sie auch einfacher, einfach hinten nachzufahren, als noch selber zu navigieren. Es ist 20 vor 6, die Sonne geht bald unter und wir sind eigentlich immer noch weit draußen in der Wüste. Wir haben eigentlich fast alle draußen, bis auf einen. Das ist aber kein Discovery-Teilnehmer, sondern ein normaler Teilnehmer. Aber der ist irgendwie hinter uns und jetzt wollten wir da auch zurückfahren und haben dann gemerkt, ja, wir haben selber, reicht uns dann der Sprit nicht mehr zum Rausfahren. Jetzt sind wir ja gerade am Strategie entwickeln, wie wir das lösen. Ich denke mal, wir müssen rausfahren, weil sonst haben wir einfach uns auch noch da drin. Das bringt sicher nichts. Und dann es wird auch sehr schnell dunkel. Ich denke mal, in einer Stunde ist dunkel. Falls es den Eindruck macht, dass ich mich nicht mehr so motiviert bin, das ist nicht der Fall. Aber ich spüre langsam die Müdigkeit. Das Fahren und immer umplanen, umorganisieren, das hat aktuell heute ein bisschen an meinen Kräften gezehrt. Für uns geht langsam aber sicher ein spannender Tag zu Ende. Wir haben viel erlebt. In den Dünen, nach den Dünen noch die Rückfahrt, klappte auch gut. Sind dann tanken gefahren. Wir sind wirklich mit fast keinem Diesel wieder zurück in Duis angekommen. Vielleicht im Haupttank noch ein paar Liter und im Nebentank, der war schon leer. Wir sind dann im Hotel was essen gegangen. Nach Fahrbesprechung und jetzt Film schneiden. Leider ist es mir nicht möglich, aktuell noch mehr über das Camp zu berichten. Es reicht einfach die Zeit nicht. Ich habe das irgendwie unterschätzt. Oder mir war nicht bewusst, wann wir da abends zurückkommen. Vielleicht ändert sich das noch die Tage.
Und wenn nicht, dann tut es mir leid. Aber ich versuche doch noch, wenn es geht, irgendwo ein paar Impressionen einzufangen. Für morgen gibt es eine Änderung. Es ist Sandsturm angesagt. Ich weiß aber noch nicht, was wir machen. Der Michi ist an der Fahrerbesprechung. Ich bin am Filmschneiden oder am Filmschneiden. Und dann werde ich das dann morgen in den Film einbauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist ein bisschen anderes Format, ist mehr Bergung und so, aber für uns ja, ist sehr spannend. Wir hatten wieder eine super Stimmung im Auto. Mit Michi ist es einfach cool, im Auto zu fahren. Und der Tag geht sehr schnell um. Ich bin aber wirklich sehr müde und freue mich jetzt dann auf die Nachtruhe. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch ein Like. Abonniert unseren Kanal oder schreibt uns einen Kommentar, das würde uns sehr freuen. Auch wenn ihr Fragen habt, vielleicht zu Phoenix Rally, schreibt die bitte unten in die Kommentare. Wir beantworten die sehr gerne. Wir sehen uns morgen wieder hier aus Duss. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.